So Leute, willkommen zurück zu Regie zum Befehl. In diesem Part habe ich schon vieles vorgenommen. Und zwar werde ich vor allem die restlichen Eilanden so weit wie möglich bekämpfen, durchmachen. Nur zwei, drei Parts dürfte das eventuell dauern. Die werde ich mir jetzt aber Zeit nehmen, ja. Weil ich möchte das auf jeden Fall beendet haben, weil das ist scheiß langweilig. Ich finde die Eilanden scheiße. Wir brauchen jetzt erstmal ein Pokémon mit Zerschneider. Bernd Schneider, Zerschneider. Hier, Blue Lantern, komm mal weg. Hat genug Erfahrungspunkte. Wer kommt nochmal bei uns, Zerschneider? Wer war das? Nasty, Ray, Breiker. Hackern, Hackern weiblich hier. Können Knochenkinder machen. Taköre, oh. Dizzy war das, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Nein. Ah, Enzo! Welcome back, Enzo. Hier kriegst du ein kleines Comeback. So ein 10 Minuten Comeback. Also Standing Ovation zu Hakan. Ne, nicht für Hakan. Für Enzo bitte. Und wer jetzt nicht aufsteht, ist schwul. Ja, jetzt sind bestimmt alle aufgestanden. Ja, ja. Ach, lustig. Egal. So, wir müssen jetzt nämlich... Moment mal, ich bin falsch. Ups, falsches Island. Wir müssen nach Island 6. Ups! Ja, weil ich mach prinzipiell... Ja, jetzt bin ich zu Island 7 gefahren. Ich mach prinzipiell immer das Island... Nee. Doch, das Island... Das Island... Wir machen es einfach ohne Artikel. Ich mach prinzipiell immer Island 7 vor Island... Island 6 vor Island 5. Wegen dieser Rocket-Sache da halt. Und... Ich trainiere eigentlich, damit mich niemand sieht. Ja, von dieser kleinen Klippe da aus kann man dich ja auch nicht sehen, ne? Kann ich keiner sehen. Nein, Gwendolyn. 88 und 85. Welcher... Meine Fresse, welcher Nazi war da am Werk? 88. Und nein, das war jetzt nichts gegen Orzi persönlich, ja? Oh, meine Güte, und... Baumbolzer. Ach, Kollege, muss das denn sein, Mann? Komm, Elektrobagidon, super. Kleines Erfolgserlebnis für heute und Noctus AK, Knocking Tusk AK, Diesel und diese Überreste fucken mich gerade übelst ab. Steinhagel, komm. Und ich habe mir die Parts von Gold Expert und so. Nein! Du gottloser Bastard! Egal, ich habe mir auf jeden Fall die Parts, also ich weiß gar nicht warum. Ich war jetzt halt in meinem Camtasia-Ordner. Ich habe alle Parts, die ich bis jetzt gedreht habe, noch da. Fast alle. Seit Gold. Oh. Oh, Befehl! Was los? Aslak, Daslak! Ja, ich habe gehört, so ein paar Leute haben mich parodiert. Oh! Parodiert? Mich braucht man nicht parodieren. Ich bin Haft zum Befehl. Oh! AK Saft zum Befehl. Wir sind jetzt bei der Top 4. AK bei der Saft 4. Aha, der war flach. Robert flach. Boah, war das anstrengend. Glaub mir, bei den Haftbefehl-Synchros, da müsste ich schon... jahrelang trainiert haben, ja. Das kommt nicht von heute auf morgen. Und, welches Pokémon? Ja, komm. 44er Habitak. Was ist genannt? Och, komm. Boah, Takuro Fake. Takuro, sorry. Und, sag mir, wo hier in der Gegend die Berge sind. Alright. Jonathan. Ne, Titus. 95, ey, dazu sage ich jetzt gar nichts mehr. Jetzt sollte Erdbeben auch nichts abziehen. Ja, ich meine etwas. Sandgrab. Odum. Sandgrab. Was laberst du? Egal. Trollolol. Also wenn die schon auf Level 95 sind, dann sind die in der Top 4 auf jeden Fall auf Level 100. Ja doch. Warte mal. Warum hat der Kerl ein Onix Level 95 und da kommt so ein schwules Marsch auf Level 49? Ja, kann mir das mal jemand erklären? Ich habe keinen blassen Schimmer. Egal, das sind so kleinere Fehler, die man aber auch auf jeden Fall fixen muss. Fixen, ja. Das heißt nicht, dass ihr euch jetzt, ja, ihr wisst, Sachen fixen sollt. Würde ich euch nicht raten. Wäre Level 55. Perfekt für Darkrai 401. Ne. Darkrai 401 kommt mir nicht ins Haus, der kleine Nico. Das ist ein Generation War Battle. Skill an. Und, Ibitak. Ander genannt auch noch. Also ist jetzt hier jetzt LPA-Treffen. LPA-Treffen Pokémon-Szene. Ja, immer schön Gras vermeiden. Coffee-Shops, nix gut. Ja.
So, geschafft. Nein! Egal. Xato. Ich hab's früher immer Xato genannt. Ich weiß auch nicht warum. Xato, ist ja auch geil. KP Plus, ja. Yeah. Egal. Wir kämpfen wie immer gegen alle Trainer. Jeder bekämpfte Trainer bedeutet Fun für uns. Und für den Fall eines Doppelkampfs wechseln wir jetzt Dr. Eggmoment noch dazu. Ein Kampf mit dir hier oben, ja. Wir sind ja auch ziemlich hoch in den Bergen. Muggelbaum. Dante! Hier, Dante ist Inferno oder was? Level 100 haben. Ich weiß nicht. Das erstaunt mich jetzt nicht wirklich. Keine Ahnung warum. Aber genau, wo war ich stehen geblieben? Ich habe mir letztens, beziehungsweise gestern mal. Alle meine. Nicht alle meine. Ein paar meiner älteren Parts angeguckt und ich muss sagen, ey. Digga, was hab ich in Gold-Expert übertrieben abgeschmatzt, ja? Das ist ja nicht mehr normal. Das ist ein Schmatzelfe, ja? Oder hier, Schmatzrun, keine Ahnung. Okay, ich mach's heute immer noch, aber nicht mehr so oft, ja, wie früher. Da war er wirklich nach jedem Satz fast ein... Ja, das machen wir jetzt. Heutzutage mache ich das nicht mehr so oft, ja? Die vielleicht auch einmal selbst. Und Boflo! Ich kenn mich nicht dagegen gut aus. Rizeros, Mamacita. Wudo, komm. It's your turn. Vielender. Oh, sollte viel Schaden machen. Naja, oder auch nicht. Ich glaube, vierfach Resistenz. Egal. Gigasauger. Reicht nicht für einen One-Hit. Würde ich jetzt mal so spontan behaupten. Ich lasse mich gerne eines besseren Bild. Schade. Nochmal Vielender, bla bla bla. So, Spuckball sollte jetzt nämlich reichen und zack! Was? Da war ich mir wohl zu selbstsicher. Ganz klar. Da war der Regi zu gierig. Wollte Gigasauger AP sparen. Gibt's doch nicht. So, und ich glaube, es wäre jetzt besser, wenn ich mal Voodoo nach vorne tun würde. Ah, also die Eilande. Eilande können hart werden, genau. Artikel immer weglassen. Oder die Eilande können wegbleiben. Wie Kayana sagen würde. So, Hector. Nee, nicht Hector. Geowatz, ja super. Geowatz. Was steht da? Ulti. Nein. Keine Ahnung. Oh, haben wir Glück gehabt, das genehmigt. So, saug das Geowatz leer. Dankeschön. Ist sogar ein menschliches Geowatz. Da hatte Fräulein Voodoo was Gutes zum Saugen. Grunz. Egal. Ruben. Selbe Taktik wie eben, würde ich mal sagen. Wieder ein Geowatz. Das kann Eggmoment gut leer saugen. Aber jetzt fällt so. Ah, wir sind down. Oder zwei Treffer. Schade, äußerst schade. Egal, komm, Farida Bang. Wow. Das ist das erste Mal, dass Farida Bang wieder ein Battle winnt. Geil. Wow. Farida Bang ist episch. Farida Bang ist cool. Aber mir ist wirklich tatsächlich letztens jemand untergekommen, der behauptet hat, er kenne Farida Bang nicht, ja. Er kennt Farida Bang nicht. Oh. Macho My Penetration. 8 Arme gegen Rio oder was? Ne, 8 Fäuste gegen Rio. Egal. Ignorieren wir das. Getrost. Und warum hat Macho My so ein breites Grinsen? Das macht einen Angst. Aber richtig. Überroller. Ja. Überroller. Ja. Submission. Ankle Lock. Ah. So, nochmal Flammenwurf und ja, Kollegas, muss das denn sein, Mensch? Ich hätte euch ein bisschen mehr Intelligenz zugetraut. So, jetzt sollte das eine wenigstens down sein. Und zwar das andere. Bäm, dein breites Grinsen ist sehr vergangen. So, Speed ist mal gut und nochmal Psychokinese und Knöcher. Wuchtschlag, da haben wir Glück, dass es daneben ging. Bisschen Speed muss sein. Ansonsten sitzen wir hier noch bis morgen früh dran. Ein Trainer, glaube ich, noch. Ne, gar keiner mehr. Okay. So, genau. Die Tür bewegt sich nicht. Sorgfältig untersuchen. Bei näherer Betrachtung sieht man, dass mehrere Punkte auf der Tür sind. Genau. Und das, meine Freunde, ist die gute alte Breienschrift, ja. In echt kann man die, glaube ich, lesen, weil das so Erhebungen sind.
Man geht halt mit dem Finger drüber und erkennt dann diese kleinen Erhebungen. Und, ja, das steht halt immer für einen Buchstaben. Das machen oft Blinde und Taubstumme, glaube ich, ja. Und wir sind jetzt einfach mal Zerschneider ein, zack. Ich meine, welcher Idiot will drauf kommen? Wir haben ja alle Breilenschritt in der Schule gehabt, ne? Und wir sind im Punktloch. So, hier steht oben. Ja, ich kann die Breilenschrift lesen. Jetzt steht da links. Jetzt steht da rechts. Und jetzt steht da unten. Nee. Keine Ahnung. Unten, auf jeden Fall. Was ist das? Nee, das lesen wir jetzt nicht. Das kann ich nicht lesen. Ist mir zu viel. So, Regi hat jetzt 4 gefunden. Doch dann kommt irgendwie so ein Professor Buflo. Ihr habt richtig geraten. Ich dachte gut dran, nicht zu folgen. Ich wusste, dass es hier einen der 4 gibt. Also gehört er mir. Ich verkaufe ihm viel, viel Geld an Team Rocket. Sammel nicht so an. Wenn du wieder haben möchtest, warum versucht du es nicht, nachdem ich ihn verkauft habe? Ich verrate dir auch eins. Der Passwörter für das Lager von Team Rocket. Das Passwort, das ich kenne, lautet Makuhita Atiu kam. Vorbei, nicht so gut. Ja, da verschwindet die kleine Ratte. Da können wir leider nicht viel machen. Und wir haben jetzt, glaube ich, das Ruinental inklusive Punktloch abgeschlossen. Und... Moment. Island 6 können wir jetzt eigentlich auch so abschließen, wenn wir wollen. Wir können es uns ja leisten. Paisy G. Ha, a real G. Wo war nochmal hier? Da. Blue Lantern. Und da hat jemand tatsächlich den Vorschlag genannt, dass ich es umbenennen soll. Aber nein. Nein, ich halte meinen Entschluss fest. Nein. So. Und auf geht's in den Norden. Wir waren so schlau, haben mich aufgeheilt. Also ab zurück. Nimmel. So. Schwester Joy, bitte heilen Sie unsere Pokémon. Aber bitte auf nicht perverse Weise. Dankeschön. Und weiter geht's. Abgesehen davon kann man hier auf den Islanden relativ gut trainieren. Heißt, je mehr wir Trainer auf den Islanden besiegen, auf den Islandern besiegen, desto weniger müssen wir so trainieren von den Top 4. Trollolol. Donnerblitz und Sonnentag. Krass, fast ein One-Hit. Geil, Ladevorgang. Na, interesting thing. Nein! 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 Du schwules Mr. Krabs! Cool, wieder K.O.-Treffer! I'm seriously shocked! Och man! Drecksing, dafür wird gespeedet, was das Zeug hält. Speedy Gonzales. Check. Und wisst ihr was? Wie viel Schaden macht? Ja, komm, das machen wir noch so zu Ende. Double Physical Damage Penetration. Ja, komm mal hin. Boah, Doppellevel. Und Denise Chantal wurde besiegt. Interessant. So, wir werden jetzt Fahrrädermengen nicht aufheilen. Ich werde es gleich mit einem Beleber wiederbeleben. Wiederbelebungsjam. Wiederbelebungsschleim. Warum ist der 100? Aber mit Donnerblitz sollte das nicht gefährlich werden, nein. Mit Glück sogar ein One-Hit. Mit relativ viel Glück. Ach, schade. Und Rain Dance. It's raining, man. Hallelujah, it's raining, man. Garados Level 100 besiegt. Also gibt es relativ viele Level 100er Pokémon auf den Islandern. Auf der Islander. So, ja. Sorry, ich kann es nicht lassen. So. Hallo Pokémon! Was? Zeit zu kämpfen! Okay. Lea und Mia. Raichu und Raichu. Flammenwurf und Donnerblitz. Oh, immer diese unnötigen Volltreffer. Tut mir leid, der war flach. Robert flach, Facepalm.
Voodoo und Aerodactyl dürfte auch ein relativ gutes Team bei Doppelkämpfen abgeben. Jetzt können wir nämlich Erdbeben so einsetzen. Ja. Voodoo wird nicht getroffen, da er ja Schwebe hat. Spukball sollte jetzt den Ding. Alter. Langsam pisst mich das Ding an. Langsam pisst mich Raichus an. Drecksdinger. Puh. Mein Gott, und schlechte Gewinner, was? Keine Ahnung. Juckt uns nicht. So, du, was hast du zu sagen? Ich bin genau 1,69 Meter groß. Ne, 1,69 Meter, gut. Ich weiß, dass du genau, weil mich mein Nachbar gemessen hat. Ja gut, da kann der bei mir was anderes messen. Sorry, das wollte ich jetzt nicht laut sagen. War bei mir gedanklich. So, Aroma Lady Rosemary. Nachtara, ey. Explosion, komm. Warum nicht? Wir haben lange nicht mehr geboomt. So, boom, boom, Mondschein. Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Denn jetzt kommt Big Bang. So, Sonnenflora sollte down sein, oder? Sonnenflora? Ja. Und wie sieht's aus mit Nachtara? Großzügiger Schaden. So. Donner, Blitz und Surfer, komm. Bam. Nein, Mutschein, nein. Kreide, okay. Nicht, dass es sich aufhält. Können die ganze Scheiße nochmal von neu machen. Okay, und Rosemary wurde besiegt. Du bist süß. Du aber nicht, Rosemary. Nee, Rosemary. Surfen. Surfen mal. Wolfgang Amadeus Tentara. Weg mit dir. Wewe, check, lelele. Okay. Was müssen wir denn noch alles auf Island 6 machen? Island 6 bietet uns noch bestimmt so 20, 30 Trainer dürften das sein. Ich bin aber bestens ausgerüstet, glaube ich, oder? Ja, sind wir. Haben genug Tränke. Was machen wir jetzt? Dürfte noch so lange dauern. Grüner Wald, grüner Pfad, Musterbuschwald. Rasier dir mal den Busch, danke. Nee. Nein, nein! Oh, jetzt habe ich mit denen geredet. Ich wollte eigentlich nur hier abspeichern. Egal, Tentoxer. Porenta. Ich liebe Porentas. Porentas sind cool. Porentas sind echt cool. Porentas sind cool. Will ich auch mal irgendwann im Let's Play auf jeden Fall benutzen. Porentas sind geil. Ich liebe Porentas. Hab ich das schon erwähnt? Der Trugschlag. Okay. Ist kein Trugschlag. Aber so ein vierte Generation Game mit Porenta als Schwerttanz-Sweeper, Nachthieb, Laubklinge und so weiter. Warum habe ich jetzt nicht Donalds eingesetzt? Doch. Das wäre so ziemlich geil. Aber so ziemlich. Egal, lass uns überraschen. Ich weiß ja schon eventuell, was ich als nächstes machen werde. Im Bereich Le Pokémon. Das wird gut sein. Also Leute, danke fürs Zuschauen. Bis bald, macht's gut und ciao. Euer Regi.